Dieser verdammte Berg wird uns noch zum Verhängnis. Wir befinden uns immer noch auf dem Weg zum Gipfel. Wow, ich bin immer noch nicht raus hier. Schnell wieder das Ding anlegen. Hier lauern Monster auf uns. Die sind ultimativ. Keine Ahnung, wieso plötzlich. Da tauchen plötzlich irgendwie einfach mal Monster auf, die einen besiegen können. Ich will einfach nur auf den Gipfel und diesen komischen Ronzo davon abhalten, irgendwie irgendwelche Kriege anzufangen. Mehr will ich doch gar nicht. Und ich bin auf dem richtigen Weg, weil irgendwie habe ich jetzt langsam die Befürchtung, dass es falsch sein könnte, was ich hier gemacht habe. Aber das ist doch immer noch hier Gargazet. Gargazet Ruinen, unterer Teil. Oh nein, ich fürchte, ich hätte nicht durch die Ruinen müssen. Um wie viel wetten wir, dass die Ruinen eigentlich anderes Gebiet sind? Da gibt es bestimmt noch Gargazet Berghaupt oder irgendwie sowas. Wenn das wahr ist, dann... dann könnte was passieren. Es könnte so einiges passieren. Jetzt speichern wir mal hier. Notfalls lade ich den anderen Spielstand. Das ist mir gerade egal, ey. Ich habe echt keine Lust hier jetzt da noch 20.000 Mal hin und her zu latschen. Jetzt sind wir wieder oben. Und bitte, bitte ist das der Gipfel von diesem Berg. Hoffentlich zählt es da dazu. Glaub's nicht, das zählt nicht. Ich fange jetzt an zu weinen. Ich fange an zu weinen! Nein! Hier hat man den ersten Super Sphero. Auch das zählt nicht als Gipfel. Halleluja! Das ist jetzt aber mega super. Das heißt, ich bin falsch, weil diese Karte einem wirklich null Informationen gibt, wohin man eigentlich muss. Komme ich da irgendwie rüber noch? Wie komme ich jetzt überhaupt weiter? Mach, komm. Bevor ich explodiere, hüpft da jetzt runter wieder. Es kommen ja Gott sei Dank keine Monster, das heißt, ich habe hier jetzt, Sightseeing-Ausflug gemacht. Guckt euch die schönen Wolken im Hintergrund an. Hallo, wie geht's jetzt hier weiter? Hüpf da runter oder mach irgendwas, Mädel. Komm jetzt. Raus aus den Ruinen und dann... Ja, wohin dann? Keine Ahnung. Und wenn es nicht klappt, ey, dann gehe ich zu Kimari und versohle in den Arsch. Das ist mir dann zu blöd, ey. Dummes Ronzo-Vieh, ich sag mir doch jetzt endlich, wohin ich muss, ey. Meine Fresse, ey. So langsam habe ich auch echt Lust, dem Gewalt anzutun und dem von seinem Vorhaben hier abzubringen. Schon allein, bevor ich den komischen Garnick getroffen habe, habe ich schon eine Abneigung gegen den. Wie kann man so blöd sein und auf diesen blöden Berg hier hochlatschen? Das gibt's doch nicht. Mann, 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 ey. Wenigstens kommen keine Monster, ich sag's nochmal. Weil sonst bräuchte ich wahrscheinlich 10 Parts, um hier endlich wieder rauszukommen. Und würde wahrscheinlich noch 3-mal verrecken und dann müsste ich wieder da oben beginnen oder sonst irgendwo. Gut. Gleich haben wir die Ruinen wieder hinter uns gelassen. Auch lustig. Es gibt einen Berggipfel und es gibt einen Gipfel vom Berg mit Ruinen. Ja, schätzungsweise ist das hier der Gipfel vom Berg, weil höher geht's nicht mehr. Das andere ist ja nur irgendwie so ein toller Ort, wo sich die Ronzos treffen und irgendwelche Volkssagen aufzählen. Ja, hüpft da ins Ungewisse, komm. Nächster Versuch. Das ist schon mal falsch hier. Hier hinten geht's ja noch. Nee, da geht's aber auch nicht mehr weiter. Ach komm, ich explodiere jetzt. Das war ganz unten. Gargazet Ruinen, Klippe der Astra. Ich glaube, ich weiß, wo es war. Da, wo ich vorhin schon gesagt habe, gehen wir da hoch oder gehen wir da hinten lang. Das war ja aber ganz unten. Oh, selten so ein Mist habe ich selten gemacht jetzt hier. Oh, komm, weg, weg, weg.
Hüpf runter. Wenn das... Hä? Jetzt endlich. Wenn das dann auch nicht stimmt, dann ist alles verloren. Dann gute Nacht. Dann muss ich aber auch zugeben, da habe ich nicht mehr große Lust, hier weiterzumachen. Dann verlasse ich diesen Ort. Ich habe es noch gesagt, gehe ich in diese Höhle rein oder gehe ich da hinten weiter? Ja. Und ich mit meinem... Okay, ist eigentlich dahin. Da gibt es doch irgendwie so eine Abzweigung. Was war denn hier? Was ist denn hier? Ein Schatz? Ja, tatsächlich. Wenigstens das haben wir noch mitbekommen. Wow. Hätte ich das jetzt nicht bekommen, dann gute Nacht. Dann wäre was los gewesen. Das kann ich mir von jedem x-beliebigen Monster einfach klauen. Das entschädigt das jetzt nicht. Na, ah, Yuna, ich könnte dich würgen, ey. Die müsste doch wissen, wo der Gipfel ist. Die hätte doch jetzt auch sagen können, hey, wir befinden uns nicht mehr auf dem Weg zum Gipfel. Stopp jetzt. Nicht, dass ich jetzt irgendwas, irgendwas falsch mache. Nee, aber wobei, erstmal ganz runter jetzt wieder hier. Runter, runter, runter. Und jetzt hier hinten lang. Und wenn das dann auch nicht der Weg zum Gipfel ist, dann weiß ich nicht. Doch, das ist der Weg zum Gipfel. Das waren jetzt schätzungsweise 10 Schritte, die ich gemacht habe. Und da ist der Gipfel. Und ich bin jetzt ein Part oder zwei Parts da hochgelatscht auf diesen Berg, nur um festzustellen, dass da oben extrem harte Monster sind. Nee, im Moment ist auch noch nicht der Gipfel. Ah, freu dich doch nicht zu früh. Aber, oh je, oh je. Oh je. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hoffentlich stirbt er gleich. 300. Gute Nacht. Das ist bestimmt auch wieder so ein Viech, das mich platt macht. Ah, 1500, das ist machbar. Immun gegen ziemlich alles hier, hat keine Schwäche. Wirkt wie eine Machina, ist aber eine leere Hülle, gelenkt von Illumina, die sich in der Rüstung festgesetzt haben. Ein starker Gegner, doch im Blindzustand wahnsinnig schwach. Ja, ich glaube, ich wechsle auch mal wieder zu D.Va. So toll fand ich Dieb jetzt nett. Wow, macht die gerade mal... 74 Schaden, ey. Und das hat bestimmt mehr als 74 gemacht. Hallo, du gehst mir ein bisschen auf den Sack. Wo haben wir es denn? Wir haben doch Machina. Anti-Machina, zack. Oh Gott! Ist doch der ewig, das Viech ist ja mal mega hart. Ja, und... Ja, Gott sei Dank stirbt. Zwischendurch trifft er mich immer mit dieser komischen flächendeckenden, mit diesem flächendeckenden Angriff. Es gibt 200, gerade mal 300 Erfahrung. Boah. Ich will nur noch weg von diesem Berg. Ich will weg. Welcher Weg? Der hier, der geht nach oben. Wenn es auch wieder falsch ist, hier links. Ich möchte raus, ich möchte hier raus. Ich möchte auf diesen Gipfel. Und zwar sofort. Yuna, Marimas. Oh Mann. Ich hab gar nicht aufgepasst, sie ist tot. Nein, Mann. Geh mir nicht auf den Sack. Bitte geh mir nicht auf den Sack. Stirb jetzt. Bitte. Stirb jetzt. Einfach. Toll, immun. Wechsel ganz komplett zu Weißmagier. 700. Sie lebt! Mach jetzt den blöden Vidra! Oh, Gott sei Dank, ey. Cheer up.
Geht nur mir das so oder sind die Kämpfe jetzt langsam echt happig und nerven? Oh, stopp. Aber ich wette, es wirkt bei keinem. Doch, bei dem wirkt's. Oh, frisst du dummes Ding, ey. Ich weiß nicht mal, was das soll hier, dieser blöde Reaktor. Ja, das killt ihn mit einem Schlag. Hätte man ja jetzt mal als erstes den Blatt gemacht. Oh. Hier könnte der Kaktus sich übrigens auch verstecken. Hier gibt es auch Wasser. Oh nein. Oh nein, oh nein. Hier könnte sich der Kaktus auch verstecken. Immer noch dieses komische Ding. Da machen wir gleich mal blind. Und wie weit sind wir denn geschwächt? Einmal beten können wir. Probieren wir es mal mit Magie. Vielleicht ist es ein bisschen anfälliger. Keine Ahnung. Zumindest geht er mir auch tierisch auf den Sack. Da war, glaube ich, mal Feuer. Hau rein. Ja, Niederman ist auch fies. 600, das scheint seine Schwäche zu sein. Allerdings müssen wir das. Moment, ich will tanzen. Man muss dazu sagen, das ist Feuer. Das ist natürlich auch übel. Kostet auch extrem viel. Hallo! Weg jetzt, komm weg. Oh, ja, kick da deinen komischen Kampftritte da in der Luft. Die gehen wir jetzt gerade mal. Ich sag nichts. Ich wünsche mir nur einen Speicherpunkt jetzt irgendwo in der Nähe. Und dann wünsche ich mir nichts Sehnlicheres als. Ja, da ist ein Speicherpunkt. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Das schaffen wir hoffentlich jetzt noch bis zu dem. Und dann wünsche ich mir nichts anderes, wie diesen Gipfel zu erreichen. Halleluja. Ja, speichert das Ding. Diesen Gipfel zu erreichen und diese Mission abzuschließen. Das war bis jetzt die schlimmste. Die absolut schlimmste. Die mich Nerven gekostet hat und mindestens auch 3 Parts gedauert hat. Wenn dieses Teleportationssystem noch einmal ausgeschalten wird, Kimari, ich schwöre bei Gott, dann wirst du abgesetzt und durch einen anderen Ronzo ersetzt. Also. Ronzo, hold anger no longer! Ronzo, youth fearless, go to battle with Guado! And if I ask you not to go? Mountain, tell Ronzo to go! What if you can't go? Summoner not hold Ronzo anger with puny arms. But if I do, you will stop this talk of vengeance. Very well, but Garrick never fall! Somebody's a few spheres short of a garment grid. Was ist das für ein geiler Spruch? Typical Ronzo. Good point, but I was talking about Uni. Nein, wir sind gleich zu zweit. Ja. Ganz ehrlich, ich will ihn einfach nur noch kloppen. Ich brauche jetzt so einen Sandsack, wo ich meine Wut auslassen kann. Ich hoffe, die sind nicht allzu stark. Was geht ab? Ich mache jetzt erstmal die Jugend Ronzo ist da blatt. Moment, wir wechseln. Nein, ich kann nicht mehr wechseln. Ja. Da frisst Feuer. Hält aber viel aus, der junge Ronzo, hey. Für so ein junges Bürschchen ist er natürlich schon übel. Blind scheint ja ganz gut zu funktionieren. Stirb jetzt. Ja. Ich habe auf jeden Fall so einen Kostümstopp. Ich muss irgendwie. Was war das? Fluch war das? Das ist der Weihwasser, das wäre ganz cool gegen Yuna. Und den anderen jungen Ronzo machen wir auch noch platt. Oh Gott, ich bin blind. Ah. Jetzt kann ich hoffentlich mal wieder wechseln. Ja, danke schön. Erstmal ein Weißmark hier. Kurz heilen. So lange machst du den jungen Ronzo da platt. Ja, 1000 Stück, friss. Lernt die eigentlich irgendwann mal was bei diesem Berserker-Zeug? Irgendwie lernt die da irgendwie nie was. Oh, der hat Hass auf ihn gezaubert.
Macht aber nichts mit Blind, ist er trotzdem relativ harmlos. Wir durchblicken so lange mal den. Hui. Was hat er denn alles? Also, er hat 6000 HP, das ist nicht gerade wenig. Er hat MP, hat er einiges. Blind Shell. Irgendwer hat sich schon einen Haufen positiver Statusveränderungen drauf gezaubert. Immun ist er gegen Gewicht. Ein Krieger der Ronzo, der einen unsagbaren Hass gegen die Guado hegt. Er will die jungen Ronzo in den Krieg führen. Whee! Okay, ich kann ihn nicht so ernst nehmen, wenn er da so rumfliegt. Ich mache erstmal diesen jungen Ronzo da platt. Der hat aber Protees drauf. Und ich bin immun. Haha, friss. Du musst jetzt trotzdem bald kaputt sein. Ich hab dir doch schon ordentlich Schaden gemacht. Mann! Was ist denn das? Der hat die unzählige Zustandsveränderungen drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich die mal wegkriegen soll. Ich hab doch irgendwo irgendwas. Komm, Vibrawelle. Verdammt, Alter, ich schneller, als ich ihm Schaden machen kann, ey. Ey, das zockt nur noch MP. Boah, wechsel mal zu Festbesucher, ey. Und mit ihr, keine Ahnung, was haben wir denn noch alles so auf Lager? Ach nee, jetzt muss ich mir das nochmal antun. Nein! Nein, nein, nein! Und dann werde ich einmal riskieren, mit Riku zu wechseln. Ich will einmal Klauen machen, jetzt super Klau. Ich hoffe, ich kriege nicht auf den Sack so lang von dem. Ich bin blind. Ach, ich muss den blöden... stopp. Ich muss irgendwie blind noch wegkriegen. Mist, ich habe nur Engel. Da, frisst super, Glau, du hässliches Ding. Probier so lange mal einen normalen Angriff. Medica auf Pain. Kältejuwel geklaut. Ah, ich bin immun. Friss. Ist das und dann wechselt ganz schnell wieder und du machst so lange wieder auf die Gruppe. Du tanzt mir hier einen Tanz und du greifst an. Ach, ich habe ja keine MP mehr. Boah, das sagt nur 300, das ist ja auch krass. Ach komm ey, der geht ab, Mann. Der macht sich die ganze Zeit stärker. Wo habe ich denn was gegen blind hier Augentropfen? Irgendwie habe ich Augentropfen so gut wie keine. Stirb jetzt, ey. Ich bleibe jetzt einfach bei der Taktik, das müsste ja so gehen. Allerdings muss ich ein bisschen sparsamer sein. Ach, ich kann nicht wechseln wegen diesem komischen Stoppding. Dann machen wir halt mal. Mann, ich habe nur Engel. Mann! Wieso habe ich denn jetzt kein blödes Medica-Gedöns, hey? Fluch, mach weg den Scheiß. Totalabwehr. Ja, klasse. Das ist jetzt auch super, oder? Nee. Hä? Totalabwehr, aber ich kann trotzdem noch Schaden machen. Gut. Blind gegen sie, das ist am geilsten, weil das bringt nichts. Aber das könnte ich jetzt hier Spezialkostüm auswählen. Denke, das bringt es aber auch nicht wirklich.
Chris, jetzt! Jetzt hat er kein Ding mehr. Nein, wieso geht's denn daneben? Jetzt wechseln wir noch zu Krieger, dass wir ihn auch noch, ja, ordentlich Schaden machen. Ja, was geht denn jetzt ab? Die trifft ja gar nichts mehr. Jetzt ist er wieder blind. Oh, Mann. Kann ich jetzt Medica machen? Hä? Jetzt kann ich Widger. Oh, Mann. Also, selten bin ich von irgendwas angepisst gewesen, wie von dem hier jetzt. Stirb! ...41 macht es an Schaden. Wie daneben? Wie kann denn ein Antidot daneben gehen? Nochmal. Vibe. Du sollst ein Antidot auf dich einsetzen. Ah nein, ich... Oh Gott, wieso Antidot? Jetzt bin ich selber verwirrt. Und er macht sich langsam unglaublich mächtig. Ich will jetzt was gegen blind. Augentropfen bitte. Stirb doch bitte einfach jetzt. Bitte stirb. Der heilt sich wieder um 200. Und ich treffe nicht mehr. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Das Viech, das geht mir so auf die Nüsse, Mann. Wieso treffe ich den denn jetzt nicht? Ja, ich treffe ihn nicht. Tut mir leid. Keine Ahnung. Hey, ich gebe auf. Keine Ahnung. Kein Dunst. Ich bin einfach nur noch pisst. Ganz ehrlich. Selten dümmeren Scheiß gemacht wie das hier jetzt gerade. Ja, du bist absolut Godfather of Universe, du hässiges Viech. Ohne Spaß, nach dem brauche ich eine Pause. Der hat noch... Ich werfe meinen Controller jetzt durch den Raum. Der hat noch 4900. Ich schaff es nicht. Ist unglaublich. Stell ihn auf den Kopf und hau ihn mal über die Rübe, Mann. Ich gebe auf. Ich glaube, ich gebe demnächst auf. Irgendwann hat er sich unbesiegbar gemacht. Wo ist ein Äther? Heilt 100 MP. Pain, bitte. Dann hätte ich gerne meinen Krieger. Boah, keine Ahnung, wirkt bestimmt nicht, aber was soll ich machen? Meine einzige Chance, Blaster. Immun, ja, ich liebe euch. Ging daneben, ich liebe euch so dermaßen, ihr seid einfach. Klasse, ich treffe ihn auch nicht mehr. Totalabwehr, ja, wenn du dich noch ein bisschen mehr heilst, dann bist du so unverwundbar. Ach komm, das ist keine Ahnung, ey. Nein, nicht Kraftbrecher, ich brauche Panzerbrecher. Guck dir mal an, was der für Statusveränderungen drauf hat. Oh Gott, ich mache dem 20 Schaden. Es ist so blind. Jetzt ist er blind. Jetzt ist er blind. Jetzt ist er blind. Panzerbrecher hat auch nicht gewirkt. Mit Magie. Feuiger könnte man machen. Ich glaube, Magie ist er ja. Hat er sich nicht geheilt, oder? Immer mit Feuiger schön drauf. Fluchstoß. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr wechseln. Nein, 47. Ach komm, ich krieg den nicht tot. Ich hab keinen Bock mehr. Hey, ich brech jetzt hier ab. Ganz ehrlich, ich brech ab. Ich mach den ganzen Kampf, gebe ich verloren. Ich hab keinen Bock mehr. Und dann mache ich den so für mich und besieg den einfach kurz in dem Schnelldurchgang. Es geht nicht mehr. Der hat sich unbesiegbar gemacht. Ich kann tun und lassen, was ich will. Ich treffe den nicht mehr. Ich hab keinen Dunst. Das Einzige, was wir noch probieren könnten, ist Stopp. Oder Gemach-Tanz oder sowas.
Aber auch das wird wahrscheinlich nicht mehr wirken. Wo geht's hier zu Diva? Könnte ihm seine MP absorbieren bis zum geht nicht mehr. Immer weiter, bis er irgendwann einmal in seinem Leben trifft. Immun. Das zieht 12 MB. Das zieht 12. Und Feuiger macht nicht mal 100 Schaden. Der heilt sich ja irgendwann mal um 200. Ja, ich gebe auf. Keine Ahnung, ich habe keinen Bock mehr. Ich mache das nochmal neu. Dann besiege ich ihn auch gleich als erstes. Weil der ist sonst unbesiegbar. Die Jünglinge da, die sind mir scheißegal. Der hier ist allmächtig. Na gut. Aber zuerst brauche ich eine Pause. Eine sehr, sehr lange Pause. Also, bis dahin. Ade. Ciao.